Hallo an alle Zuschauer. Wir alle erinnern uns noch an die Ausschreitung in Chemnitz und das danach damit verbundene Konzert gegen rechts, was stattgefunden hat. Das wurde ja sehr kritisiert. Und jetzt kam man auf die glorreiche Idee, dass das Ganze in die zweite Runde gehen sollte. Und tatsächlich leben wir mittlerweile in einer Zeit, in der es anscheinend nicht mehr darum geht, die besten Sachargumente zu haben, sondern stumpfe Hashtags wie Wir sind mehr oder Wir sind die vermeintlich Guten zu benutzen und sich damit im Recht zu wählen. Aber diese Rechnung wurde ohne Menschen wie mich gemacht. Zeit für eine Zerstörung von Wir sind mehr. Wir sollten mit einem kleinen Rückblick starten. Das erste Wir sind mehr Konzert war ja angeblich gegen rechts. Aber tatsächlich sind da eben Künstler aufgetreten, die sich selber nicht wirklich vom Extremismus distanzieren. Zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet, die ja jahrelang unter Linksextremismus im Verfassungsschutzbericht aufgeführt waren. Und Überraschung, das Wir sind mehr Konzert wurde dann auch im Nachhinein im Verfassungsschutzbericht aufgeführt unter der Rubrik Linksextremismus. Und das ist ja wirklich eine ganz starke Leistung. Da geht man vor, Extremismus zu bekämpfen, aber natürlich nur von rechts und ist dabei selbst linksextrem. Ganz große Klasse. Heißt also im Endeffekt, ja, wir sind gegen rechten Extremismus, da ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir selbst eben auch Linksextremisten sind, aber das ist ja der gute Extremismus, deswegen darf man das ja. So ungefähr kam das rüber. Und jetzt hätte man ja sagen können, gut, dieses Konzert war ein kompletter Flop, sowas macht man nie wieder, aber jetzt geht das Ganze halt wirklich in Runde 2. Und so hatten wir diesmal also auch schon den ersten Skandal bei diesem neuen Konzert Wir bleiben mehr, welches wieder mit größtenteils linken Künstlern besetzt war. Und zwar war diese ganze Videoaufzeichnung per Livestream die ganze Zeit auf den oberen Rängen in den YouTube-Trends drin. Obwohl zur selben Zeit, wo ich es eben geguckt hatte, immer nur 600 bis 800 Menschen gerade live zugeschaut haben. Das heißt also mit 600 bis 800 Klicks in den Trends zu sein. Das muss man auch erstmal schaffen. Und da stand auch schon die Erklärung in der Beschreibung dieses Videos. Da stand nämlich, dieses Konzert oder diese Veranstaltung wird von YouTube unterstützt. Und das ist ja auch nett. Das heißt also, wenn der Inhalt politisch stimmt, also politisch korrekt ist, dann wird er einfach mal so in die Trends reingetan. Finde ich eigentlich sehr entlarvend, dass man eben nicht durch eigene Leistungen, weil man eben so viel mehr ist, in die Trends kommt, sondern dass YouTube es ganz in die Trends reinpushen muss, um schon mal vorzugeben, was die richtige Haltung ist, beziehungsweise was die Art der Videos sind, die man auf YouTube hier sehen und fördern möchte. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, ob das wirklich ein Konzert rein für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit war oder ob da nicht doch eine bestimmte Agenda vorgegeben werden sollte. Und zwar eine linke Agenda. Denn wenn wir die Künstler angucken, die da waren, sieht man, dass das größtenteils Künstler mit linken Botschaften waren. Ich habe mir das Ganze ein bisschen reingezogen und da kamen halt immer wieder dieselben Botschaften zwischen den Songs. Zum Beispiel sowas wie Weltoffenheit, Buntheit oder der Klimawandel ist unser größtes Problem. Also ganz klar politische Botschaften und Parolen, und das Ganze war eben nicht einfach nur ein Konzert gegen Rassismus, weil wir sind ja alle gegen Rassismus, das ist ja nicht das Problem, sondern es war eben ein Konzert für die Politik der offenen Grenzen. Und da sieht man eigentlich sehr interessant zum Beispiel das Interview des aufgetretenen Künstlers Joris, der gesagt hat, er findet es wichtig, dass man in der heutigen Zeit eine bunte Haltung zeigt, also eine Haltung und Weltoffenheit. Und das finde ich eigentlich lustig, weil ich meine, ich zeige ja auch eine Haltung, heißt also, ich zeige eine Haltung gegen illegale Migration, ich zeige eine Haltung gegen Straftaten, die eben von Migranten verübt werden, aber ist das etwa die falsche Haltung? Ist es etwa so, dass es die böse Haltung ist, die man laut Joris gar nicht haben darf? Das finde ich wieder sehr entlarvend, denn es ist eben kein Konzert für Demokratie, weil Demokratie würde eben heißen, dass alle Menschen mit allen Haltungen respektiert werden, solange die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung übereinstimmen. Aber so ist es natürlich wieder nicht gewesen. Es war ein rein linkes Konzert, auf der haufenweise Leute im Publikum waren, die dann irgendwelche Refugees Welcome-Parolen gebrüllt haben und T-Shirts dementsprechend anhatten. Also Publikum ganz klar von links außen. Und das finde ich immer so lustig, weil wer wirklich denkt, dass das Chemnitz repräsentiert, der kann wirklich überhaupt nichts mehr verstehen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass es ein Gratis-Konzert war. Heißt also, die Menschen, die diese linken Bands irgendwie toll finden, die kommen dann von ganz Deutschland, um die halt mal kostenlos anzugucken. Mit irgendeiner politischen Wir sind mehr Macht-Demonstration hat das wirklich überhaupt nichts zu tun.
Wer natürlich wieder ganz vorne mit dabei war mit dem Konzert und Singen gegen rechts, war unser geliebter Herbert Grönemeyer. Und er hat natürlich wieder gar nichts ausgelassen, auch im Voraus in Interviews, ganz klar gegen rechts zu ätzen. Und verstehen wir uns nicht falsch, das ist seine Meinung, das ist gut und das ist richtig, dass er das machen darf. Aber da habe ich gleich wieder zwei Fragen. Erstens, warum bekommt er überhaupt so viele Plattformen, das immer wieder zu sagen? Was qualifiziert diesen Mann eigentlich, abseits davon, dass er Musik macht, ja, so viel über deutsche Politik von sich zu geben und zu denken, er wüsste da über alles Bescheid, ja? Und das ist auch gleich mit zweitens verbunden, wer ist denn Herbert Grönemeyer? Herbert Grönemeyer ist jemand, der im Leben wirklich alles hat. Ja, er ist berühmt, er ist reich und man kann ihm das alles gönnen, der ist seinen Weg gegangen. Aber warum meint er eigentlich, sich jetzt hinstellen zu müssen und wirklich zu sagen, ja, ich möchte die Gesellschaft so und so gestalten, wenn er doch gar keine Ahnung hat von den Problemen der einfachen Bürger? Wenn er sagt, er möchte weltoffen sein, dann klingt das natürlich erstmal schön, denn weltoffen, das sind wir doch alle. Also, dass wir auf Menschen offen zugehen, dass wir freundlich sind. Aber was er mit Weltoffenheit meint, hat man schon daran gesehen, als er zum Beispiel für diese sogenannten Seenotretter Spenden gesammelt hat. Er möchte die Massenmigration. Und das heißt im Endeffekt, Weltoffenheit wird hier wieder gleichgesetzt mit, ihr müsst alle Migranten nehmen, die kommen wollen. Ungeachtet der Kriminalität, ungeachtet dessen, dass wir Ressourcenknappheit haben, was Wohnungen angeht, ungeachtet dessen, dass es einen großen Männerüberschuss in Deutschland gibt in der jungen Altersgruppe. Diese ganzen Probleme, sind die einem Herbert Grönemeyer wirklich bewusst? Oder sonnt er sich eben nur im Ruhm, weiß, dass er für seine Äußerungen nur beweihräuchert wird und stellt sich ja hin und sagt, wir sind bunt, wir sind tolerant, wir sind vielfältig, aber ich gehe jetzt zurück in mein Villenviertel, wo ich keinen einzigen Migranten sehen werde und mit keinem einzigen Problem konfrontiert sein werde, was diese Zuwanderung mit sich bringt. Aber nun zu den Fakten, die eigentlich wirklich die Zerstörung von Wir sind mehr belegen. Denn diese Floskel Wir sind mehr sagt ja eigentlich, wir sind die Guten und die Guten sind immer der Mehrheit und kämpfen gegen das kleine Böse. Also eine Denkweise aus dem Kindergarten. Aber genau so funktioniert Politik in Deutschland im 21. Jahrhundert. Und wenn wir mal weiter gucken, was das eigentlich bedeutet, sehen wir zum Beispiel, als damals die Ausschreitungen in Chemnitz waren. Da waren 4000 Demonstranten auf der Seite des linken Spektrums und 4500 auf der Seite der sogenannten besorgten Bürger. Heißt also im Endeffekt, da waren sie schon mal nicht mehr. Wenn wir uns angucken, wie dieses Video jetzt, also was in den Trends war, der Livestream performt hat, dann sehen wir, dass dieses Video fast genauso viele Dislikes wie Likes hat. Da sind sie komischerweise auch nicht mehr. Wenn wir uns die Wahlergebnisse im Osten angucken, wo sich mittlerweile schon Bündnisse von 1 Million bunten Parteien zusammenschließen müssen, um irgendwie knapp die AfD zu schlagen, dann wirkt das auch nicht so, als wenn die wirklich mehr wären. Tatsächlich ist das Ganze eine Illusion. Man macht ein Gratiskonzert und jeder, der eben nicht bezahlen will, kommt aus ganz Deutschland dahin gefahren. Das heißt nicht, dass die Menschen in Chemnitz so denken, nur weil da ein paar Touristen vorbeikommen und ein bisschen feiern und wieder wegfahren. Ich finde es ehrlich gesagt anmaßend, wie man denkt, man müsste Chemnitz eine Art neuen Anstrich verpassen, ohne überhaupt zu gucken, wie die Menschen da wirklich drauf sind, wie die Bürger in Chemnitz wirklich drauf sind, ob die das wollen. Es wirkt fast schon so, als wollte man diese Bürger moralisch belehren und signalisieren, ihr gehört nicht dazu. Das ist nicht eure Stadt. Wir zeigen hier, wie es richtig sein muss, nämlich bunt und schön und vielfältig. Aber das Problem hierbei ist eben, dass man die Chemnitzer Bürger dabei wirklich gar nicht berücksichtigt und dass die Behauptung, wir sind mehr, zumindest im Osten, nicht wirklich den Fakten standhält. Fassen wir das also zusammen. Wenn es heißt Konzert gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, super, bin ich dabei, klingt doch gut. Wenn es im Endeffekt übersetzt bedeutet, dass es ein Konzert für offene Grenzen für alle Menschen ist und ein Konzert praktisch für Massenmigration, dann bin ich dagegen, weil es vollkommener Schwachsinn ist. Und es wirkt tatsächlich so, als würde dieses Konzert unter dem Deckmantel der Demokratie und eben des Antirassismus dazu genutzt werden, dass man eben die Politik der Masseneinwanderung legitimiert. Also ein linksextremes Konzert mit linksextremen Künstlern, zumindest teilweise war das ja im letzten Jahr sogar vom Verfassungsschutz bestätigt. Und dieses Jahr war man eben ein wenig vorsichtiger, hat niemand eingeladen, der wirklich vom Verfassungsschutz überwacht wird. Aber ich glaube, wenn das nicht im Verfassungsschutzbericht gewesen wäre, dann wäre sogar Feine Sahne Fischfilet dieses Jahr wieder anwesend gewesen. So sicher kann man sich da ja nie sein. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass es tatsächlich so eine Art Bewegung gibt, die eben meint, für sich die Mehrheit beanspruchen zu müssen. Und ich sage jetzt mal, ich glaube nicht, dass die Mehrheit in Deutschland wirklich diese Politik der Massenmigration möchte. Ich bin mir schon sicher, dass die Mehrheit gegen Rassismus ist, aber dieses Wort Rassismus wird eben immer wieder dazu genutzt, um jede Kritik an der Einwanderung eben als Rassismus hinzustellen. Und wenn ich immer wieder höre, wir wollen eine bedingungslos offene Gesellschaft, da fällt mir eigentlich nur ein, wer für wirklich alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.
Teilt dieses Video sehr, sehr gerne überall, um zu zeigen, was für eine Heuchelei das Ganze eigentlich ist. Weil es gibt nämlich kein Konzert gegen Links, es gibt kein Konzert gegen Islamismus, es gibt kein Konzert gegen Gewalt an sich, es gibt immer nur Konzerte gegen Rechts und gegen angebliche Fremdenfeindlichkeit, mit der jegliche Kritik an der Einwanderungspolitik sofort erstickt werden soll. Und das ist wirklich ein absolutes Unding. Also teilt dieses Video, wenn ihr auch dieser Meinung seid. Danke für eure Unterstützung und auch danke an alle Menschen, die meine Arbeit hier auf diesem Kanal finanziell unterstützen, egal ob per PayPal oder per Bankverbindung. Ihr macht es möglich, dass ich immer so frei und kritisch berichten kann und journalistisch arbeiten kann. Danke von Herzen, ihr könnt jetzt diesen Kanal abonnieren, um kein weiteres mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Ciao.